Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins mit dieser wunderschönen Aussicht. Ja, ich habe festgestellt, dass das Geheimnis der Pyramiden erst da ganz hinten in dieser Stadt oder was auch immer das ist, weitergeht. Wahrscheinlich hat es dann eher mit den Pyramiden zuerst zu tun, weil warum sollten die größten Pyramiden die ersten sein? Und da habe festgestellt, dass die Hyäne hier in der Nähe ist. Einer unserer Hauptziele, einer unserer Personen, die wir töten sollen. Aber zuerst geht's hier zu diesem Fragezeichen. Was auch immer das ist, nicht, dass das jetzt hier der Eingang zur Pyramide ist. Ups. Es scheint der Eingang zur Pyramide zu sein. Aber da ich vermute, dass es da noch Quest für gibt, werde ich da jetzt noch nicht reingehen. Weil wenn die Quest heißt, das Geheimnis der ersten Pyramide, wird es ja mit Sicherheit auch ein Geheimnis der zweiten mindestens geben. Das ist aber gut hier. Bam! Zwei auf einen Streich. Na, komm jetzt her hier. Langsam habe ich auch die Vermutung, dass das sowas wie Grabmäler sind oder so. Aber hier ist noch eins, dann wird da hier der nächste Eingang sein. Ja, hier ist die dritte Pyramide. Habe mich mal gefragt, wo die ist. Habe ich nie gesehen. Aber da die Quest irgendwo hier oder so zu sein scheint, und wir haben ja im Hintergrund noch zwei weitere Pyramiden gesehen, werde ich da jetzt erstmal nicht hingehen, sondern noch hier hingehen. Wow. Gucken wir mal, vielleicht, ob wir in der Folge vielleicht sogar die Hyäne töten können. Bei letzter Folge meinte ich noch, wir verlassen das Nilgrüne Gebiet. Wow. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Und zack, sehe ich schon das nächste. Da ist der Schatz. Hier muss irgendwo der Kommandant sein. Da ist er. Den habe ich. Klettern wir mal wieder hier raus, wenn das geht. Nein, geht nicht.
Aber hier ist noch eine Quest. Was? Ah, nein, der andere sieht mich. Shit. Du kannst nicht fliehen! Oh, ein Gefangener. Psst, du da! Ist das ein Magi-Abzeichen? Jo. Komm her! Bitte, ich bin schwach! Rette mich von hier! Ich kenne... Die Götter sind gnädig! Du bist ein wahrer Held! Sei ruhig! Kopf runter! Freiheit! Du erholst dich schnell. Nun, sollen wir ein paar Gräber ausrauben? What? Habe ich etwa einem Verbrecher geholfen? Oh, stimmt ja. Du bist ein Magi. Nein, ich bin kein Verbrecher. Ich bin ein Opportunist. Ah, ich kenne deinesgleichen. Was hast du diesmal ausgegraben? Das haben sicher die Banditen gesehen. Einen Ring von unermesslichem Wert. Und wie du sehen kannst, will jeder ihn haben. Diese Banditen haben mich verschleppt, um ihn zu finden. Ich? Mich interessiert nur sein Wert. Glaubst du, ich wäre gern ein Leichenfledderer? Ja. Komm, folge mir zu meinem Palast. Es ist deine Pflicht, mich zu beschützen, oder? Du hast gesehen, wie gefährlich es hier ist. Wenn's sein muss. Ja, mein persönlicher Magi. Was für ein Glück! Ich dachte, ihr wärt längst alle unter dem Sand der Zeit begraben. Nicht alle. Schließ dich uns an! Wir könnten einen Krieger wie dich gebrauchen. Um dich aus all dem Schlamassel zu holen, in den du dich selbst gebracht hast? Ja, es sind harte Zeiten für uns, weißt du? Banditen sind uns ständig auf den Fersen. Dann verkauf den Ring und hör auf damit. Ich weiß, aber Gizeh ist voller Wunder und Mysterien. Man muss nur genau genug hinsehen. Und die Belohnungen, die Belohnungen... Reitest du? Wow. Danke. Hier steht zwar eskortieren, aber ich weiß ja nicht wohin. Oh. Ha. Mist, das ist ein Fragezeichen. Naja, auf dem Deck. Ah, ist schon hier, okay. Aha, das ist mein Palast. Gleich vor uns. Schöner Palast. Nepti! Mein Seni! Ah, warum kommst du nicht und suchst nach mir? Ich saß tagelang in einer Zelle. Scheiße, wo ist der Ring? Schon gut, ganz ruhig. Rashidi hat ihn. Wer ist das? Das ist mein Bruder. Er hilft bei der Suche nach dem Ring. Ist das dein Ernst? Na gut, ja. Wieso nicht? Ich habe Zeit. Habe ich? Das Glück ist immer auf deiner Seite, nicht wahr, Opa? Wäre das wahr, hätte ich meinen Ring. Unseren Ring. Ja. Ja. Der eine Ring. Der Ring ist Millionen von Drachmen wert. Kleopatra wäre die deine, wenn du ihn ihr gibst. Dann suchen wir nach unseren Brüdern. Sie haben den Ring. Es wimmelt nur so von Banditen. Damit fange ich an. Rashidi ging gen Süden. Stieß wahrscheinlich auf diese Banditen bei der Sphinx. Der Narr. Rashidi ist in Gefahr. Ich muss ihn aus diesem Lager befreien. Sphinx? Cool. Aber vorher gucke ich mal, ob ich hier dieses Papyrus-Rätsel finde. Wahrscheinlich hier drinne. Ja, da ist es.
So, mal gucken. Steinpilze. In Gizeh stehen drei große Pyramiden. Von der Spitze der kleineren... Von der Spitze der kleineren. Aber wenn es drei sind, sind die anderen beiden gleich groß. Kann man ziemlich viel sehen. Sogar zwei Pilzfelsen. Auf dem kleineren davon liege ich. Also, ich dachte mal, dass die alle drei unterschiedlich groß sind, aber die scheinen dann gleich groß zu sein und auf der Spitze von der. Okay, jetzt muss ich hier hin. Von dort aus sehe ich dann weiter, alles klar. Aber jetzt noch nicht. Dorthin. Dieses Fragezeichen hier irritiert mich gerade ein bisschen. Das bewegt sich mit, als ob das... Ist das unterirdisch? Sieht so aus, oder? Okay, wir gehen aber erstmal hier runter. Und suchen die Brüder. Und den einen Ring. Sie zu knechten. Oh, ich komme gar nicht durch. Das ist doch fast Stufe 27. Erstmal alles kaputt machen. Drei Pyramiden. Dann sind die gleich groß. Ich dachte tatsächlich immer, dass die unterschiedlich groß sind. Wow. Ja. Her! Oh. Ja, ich glaube das tatsächlich, dass das unter uns ist. Dieses Fragezeichen. Ist auch noch ein Schatz. Aber ich sehe keinen Eingang. Ah, guck mal. Da sieht man es, wie die sich bewegen. Die scheinen unterirdisch zu sein. Also scheint es irgendwie noch darunter zu gehen. Vielleicht von den Pyramiden aus. Wow. Okay, Hauptmänner und zwei Schätze, ja. Einen Schatz haben wir schon gesehen. Hauptmann, da, die beiden haben ich. Und der letzte Schatz ist irgendwo hier. Da. Sind die keine Wachen? Schweine hängen hier. Schweine und Fische. Da ist eine Wache. Da ist auch eine Wache. Komm mal her hier. Ich will deine Leiche hier im Busch verstecken. Hey, was? Komm schneller.
Domklinge. Die kenne ich. So, und die anderen beiden sind da unten. Okay. Und das Ziel auch. Womit habe ich das verdient? Ist da jemand? Du bist ein Grabräuber, hallo? Damit hast du das verdient. Holt mich hier raus! Sie kommen jeden Moment zurück! Oh. Es wird Sturm geben. Was wolltest du sagen? Ich kann es kaum erwarten, zurück ins Dorf zu kommen. Ich habe einen neuen Brennofen. Der sollte sich inzwischen gesetzt haben. Hallo? Ich will mir ein paar Vasen brennen. Jetzt. Naja, sie schon... Hey! Verdammt. An so einer Stelle wünschte ich mir immer noch die zweite versteckte Klinge. Hey, wer bist du? Hey, halt deine Waffen bereit, klar? Hey, was? Haha, zu langsam! Ja, das war wirklich zu langsam. Bam! Im Sprung abgefangen, den Jungen. Hey! Haben die nicht eigentlich gesagt, bei der Sphinx? Ich sehe hier keine Sphinx. Die Sphinx habe ich vorhin gesehen, da wo die Fragezeichen unterm Boden sind. Oder wird hier eine gebaut? Das kann natürlich auch sein. Der Wind wird stärker. Nicht gut. Hier ist wieder so ein Loch im Zelt. Oh, Sandsturm. Boah, krass, die Pyramide ist verschwunden. Der Ring, den ihr gefunden habt, scheint sehr begehrt zu sein. Was weißt du über den Ring? Ober und Nepti sagten, dass du Ärger hast. Ich glaube, es wäre besser, wenn ihr dieses Leben aufgebt, hm? Wir könnten, wenn wir den Ring hätten. Warte, hast du ihn etwa nicht? Oh Gott. Furo schlug mir ins Gesicht und lief zum Grab des Hämon, um ihn zu verkaufen. Da, oh, wer ist Furo? Ein Bruder. Der vierte. Ah, natürlich. Ich sehe, ob es ihm gut geht. Geh du zu den anderen. Bei ihnen bist du sicher. Ha, wohl kaum. Ich frage mich, was Turo mir erzählen wird. Na, das ist der fünfte Bruder. Und so. Stirb Weltkarte endlich. Ist nicht verfügbar? Ich lasse besser den Mund zu. Toll, ey, der Sandsturm kommt genau richtig. Mein Plan war es eigentlich, bin jetzt in der Nähe der Kleinpyramide. Ah doch, Weltkarte ist verfügbar. Ich wollte gerade sagen, probiere es trotzdem, auf die kleine Pyramide mal raufzugehen und dort zu gucken, ob ich die Steinpilze finde. Aber, naja, so viel zu sehen ist hier nicht. Vor allem die Pyramiden, Alter, sind verschwunden. Krass. So einen heftigen Sandsturm hatten wir wirklich noch nie. Wow. Ach verdammt, ich dachte, hier ist direkt die Pyramide. Da ist er.
hoffe, dass der Sandsturm gleich aufhört. Nicht, dass ich jetzt umsonst hier hochkletter. Oh ja, da ist er weg. Sehr gut. Nein, 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 nein. Verdammt. Die Spitze ist nicht golden. Steinpilze. Das sieht aus wie ein Steinpilz. Nee, doch Inventar. Zwei Felspilze. Pilzfelsen, Entschuldigung. Auf den kleinen davon liegt er. Ich sehe aber nur einen. Oder ist das auch einer hier? Ich vermute mal, dass der auch nicht so weit entfernt sein wird. Also das ist das Einzige, was für mich aussieht wie ein Pilz. Aber ich sehe nur einen. Ich glaube, das hier ist der andere. Also müsste das der kleine sein. Wo genau ist das? Hier? Fast. Reit mal darüber. Ja doch, der andere sieht jetzt. Jetzt sieht er tatsächlich mehr aus wie ein Pilz, der daneben. Ich muss dir sagen, von unten sind die besser zu erkennen als von oben tatsächlich. Die Pilze. Was, wo, wo, wo? Die Kamera hat gerade in die Richtung gezeigt. Wow. Gerade Vater Morgana hier gehabt. Scheinbar. Von Feuer. Oh. Da muss ich doch kurz mal hier rauf. Hyänenbau. Komm hier durch. Moin. Okay, aber das Tier, was ich töten soll, ist noch nicht tot. Zenu?
Da ist ein Schatz. Da ist das Tier, was ich töten soll. Wow. Bayek? Kletter am besten hier hoch. Noch mehr. Okay. Okay. Wo bin ich jetzt? Hier nach oben. Ist das überhaupt noch Gizeh? Tatsächlich. Oh, cool. Dann haben wir ein Fragezeichen in Gizeh noch mitgenommen. Das hier haben wir nicht mitgenommen. Okay, das machen wir später. Ach, wenn wir schon mal hier sind, können wir es doch eigentlich gleich mitnehmen, oder? Ja, doch, wenn ich schon mal hier bin, kann ich es auch gleich mitnehmen. Ist ja nur knapp 300 Meter entfernt. Oh, und hier ist sogar noch was zu lesen. Irgendjemand scheint hier zu wohnen. Oder gewohnt zu haben. Ein verstecktes Bett, gut geschützt vor den Sandstürmen. Okay. Aber da hier direkt ein Hyänenbau war, zweifle ich ein bisschen an, dass diejenige Person, hier noch wohnt. Sieht aus wie eine Festung da hinten. Autsch. Ja, ein bisschen. Oh, und ich sehe gerade, ich kann wieder was upgraden. Und ich habe auch schon wieder 3 Punkte. Nahkampfangriffe erhöhen sich um 1%. Ich glaube, die sind ja hier unendlich stackbar, die Dinger. Das gefällt mir. Du kannst einen zusätzlichen Nahkampfangriff einbringen, bevor der Gegner sich erholt. Oh, da lang. Hier sollte ich vorsichtig sein. Wow. Das hat perfekt geklappt. Ja. Gehen wir mal zurück zu den Pilzen, die, glaube ich, hier irgendwo waren. Kann ich mich da... Nee. War das gar nicht so weit weg. Das war tatsächlich einfach. Dank meiner neuen Entdeckung... Ja, wie nenne ich es? Die Tür... Die Tür im Zelt.
So, die Frage, kann ich da so einfach hochklettern? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss hier hoch. Und dann rüberspringen. Hoch. Komm, hier kommst du doch hoch. Kannst doch hier drauf stehen. Genau. Okay, schaffe ich den Sprung? Nope. Achso, du kannst einfach so hier hochklettern. Stimmt, ich vergaß. Dann hätte ich wahrscheinlich beim anderen auch hochklettern können. Schwere Keule. Papyrus-Rätsel. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Dort hinten. Was liegt da sogar halb auf dem Weg? Super. Und dann ist das Gebiet auch schon fast durch tatsächlich. Hier unten noch die drei Fragezeichen. Hier noch die zwei Fragezeichen. Ach guck mal, hier ist doch die Sphinx. Jetzt sehe ich es. Hier ist die Sphinx. Das ist definitiv unterirdisch hier. Die Fotos gucke ich mir aber nicht an, weil die sehen auch aus, als wenn die unterirdisch. Ich will mich ja nicht spoilern. Und die Hyäne ist ja hier auch noch. Autsch. Wow. Hör! So, ein paar Papyrus-Rätsel haben wir noch in der Inventar. Aber das ist ganz woanders. Wow. So, Turo, was hast du uns zu sagen? Irgendwas vom fünften Bruder? Wow. Weil die sind alle tot. Banditen holten ihn ein, aber dann kam Hien. Ist Turo unter den Toten? Aber die Hien scheinen auch tot zu sein. Was ist das? Seine Hand war gefressen. Oh Gott. Die Hyäne hat bestimmt den Ring verschluckt. Das ist absurd. Ja, jetzt wird's wirklich absurd. Alter, ich möchte auf jeden Fall eine großzügige Belohnung am Ende haben. Die Hyäne, die den Ring verschluckt hat, es kann noch nicht weit gekommen sein. Noch nicht weit? Das sind 600 Meter. Vor allem wieder in die Richtung, aus der Richtung komme ich doch gerade. Das ist wirklich absurd. Ihr greift mich doch bestimmt an, wenn ich jetzt an euch vorbereite, oder? Nein. Doch. Beschützt den Nep! Bam! Oh. Ja. 200. Wie viel habe ich mittlerweile eigentlich? 16.000.
Und Plunder habe ich auch einiges zu verkaufen. Verkaufsmöglichkeit, Gegenstände, Geschäfte für 4000. Ich weiß, dass es einen Erfolg gibt, dass man mit einmal eine bestimmte Menge an Gegenständen verkaufen muss. Ich weiß aber gerade nicht, wie viele es waren. Ob es 3000 waren oder 10.000, das war irgendwie so eine Zahl. Muss ich nochmal gucken. Solange will ich auf jeden Fall die Sachen nicht verkaufen. Oh. Da ist eine Hyäne. Wow. Oh Gott. Ach so, jetzt muss ich die erstmal besiegen, alles klar. Habe ich alle? Ja. Hier muss ich den Tod wahrscheinlich bestätigen. Und hier sind auch noch zwei zum Plündern. Oh, und ich kann wieder was upgraden. Sehr gut. Ah, endlich. Der Ring, den Ober, Nepti und Rashidi gesucht haben. Dann beenden wir die Geschichte. Ey, jetzt hätte nur noch gefehlt... Oh, der Ring ist nicht mehr im Magen. Müssen wir wohl das Nest der Hyänen suchen? Denn, und dann irgendwelche... Kackhaufen durchsuchen. Gerade kurz ein anderes Wort für Kackhaufen gesucht, aber ich fand, das war, wo will ich hin? Hier. War am besten. Beste Wort. So. Immer noch blau. Ja, das hätte echt noch gefehlt. Dann wollen wir die Quest jetzt nochmal abgeben. Ich hoffe, dass jetzt endlich das Ende der Quest ist. Coole Quest auf jeden Fall. Also kann man nichts gegen sagen. Cooles Quest-Design. Aber trotzdem, wie Mike schon meinte, irgendwann wird es halt lächerlich und absurd. Kannst du das Schwert wegschicken? Nicht? Okay. Mann, eigentlich wollte ich die Hyäne diese Folge machen. Mal sehen, was so eine Quest. Hab dich! Oh, nicht gestorben? Jetzt bist du tot. Und im Flug noch geplündert. Hey. Dadurch. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Schlechte Neuigkeiten. Ist was mit dem Ring? Oh, Wichser. Ist was mit dem Ring? Ist was mit dem Ring? Turo ist tot. Oh, tragisch. Und der Ring? Was für Wichser. Ja, sehr bedauerlich. Aber was ist mit dem Ring? Hast du ihn gefunden? Ich habe ihn. Habt ihr mich nicht verstanden? Wegen Turo? Das ist alles deren Schuld. Gib ihn mir. Mein Magi, komm schon. Diese Männer sind undankbar. Der Ring gehört mir. Es ist meiner. Ich mache die ganze Arbeit. Gib ihn mir. Es ist meiner! Ist euer Ernst? Ich soll mir jetzt aussuchen? Zeno, was sagst du? Wem soll ich den Ring geben? Das ist der, den ich zuerst gerettet habe. Den habe ich zuerst gerettet. Der stand nur hier rum. Dann habe ich den gerettet, glaube ich. Ich verdiene ihn! Shit. Kann ich den nicht einfach behalten? Es ist meiner! Das Quest-Item. Gib's einfach dem in der Mitte hier.
Ich mache mich jetzt auf den Weg, Brüder. Seid ihr nicht traurig? Ein Freund ist tot. In Gizeh stirbt jeden Tag ein Freund. Oh Mann. Wo ist der? Scheiße, der Ring! Ich frag mich, ob das wirklich eine Anspielung auf Herr der Ringe ist. Alle gieren nach dem einen Ring. Verflucht seien Sie! Ich muss den Ring vor Ihnen finden! Such weiter. Ich bin sicher, er taucht wieder auf. Ha! Ich gebe niemals auf! Ich werde mich von den anderen fernhalten. Und wenn ich den Ring finde, werde ich noch weiter weggehen. Dann beeil dich besser, sonst finden sie ihn noch vor dir. Nein, das werde ich nicht zulassen. Das ist meiner. Sch, der Ring ist noch verschwunden, aber ich glaube, er ist in der Nähe. Ich glaube, die anderen haben ihn. Haben sie nicht? Haben sie? Haben sie? Nice Bike. Sehr gut. Du machst dich lustig über mich. Nein, gar nicht. Ich habe gehofft, dass ich ihn jetzt nochmal finden kann und einfach mitnehmen. Hey. So. Kaika, danke, dass du dich mit dem Rest von uns Händlern zusammengetan hast. Wir müssen, wie besprochen, ein Lagerhaus bauen, das groß genug ist, um alle unsere Waren nach Geschäftsschluss zu verstauen. Wir haben genug davon, dass Meret seine Männer schickt und alles durchwühlen lässt, während wir schlafen. Lass mich wissen, wenn du Zeit hast, um eine persönliche Besprechung. Verfahren. Nee, ich habe gehofft, vielleicht hätte ich den Ring noch bei. Das wäre so geil gewesen. Oder wenn ich den hier irgendwo noch liegen sehe. Ah, cool, dass man die nochmal ansprechen konnte. So, wie sieht's aus? Karte. Gizeh. Die drei Fragezeichen haben wir noch. Die lasse ich erstmal offen. Genauso wie hier. Wo ist... Hier. Alles klar. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir hoffentlich jetzt wirklich die Hyäne auswendig machen. Wer weiß, ob wir die auch schon töten können. Beim letzten Mal kam ja was dazwischen, als wir den Skarabäus töten wollten. Wer sich noch erinnert. Aber bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, was auch immer. Ja, und hoffentlich seid ihr morgen wieder dabei. Tschüss.